Und als nächstes Spiel spricht Nicolas Stehmann. Nicolas ist Theaterregisseur und arbeitet zum Thema Migration auch mit Refugees zusammen. Als letztes wurde sehr viel diskutiert, sein Stück Die Schutzbefohlenen. Und ich bin sehr froh, dass jemand aus dem Theaterbereich, aus dem Kunstbereich heute auch zu uns spricht und sich dafür bekennt, mit uns zusammen zu sein. Ja, hallo. Margarita hat das ja gerade schon gesagt, ich habe mit Refugees gearbeitet in meiner Theaterarbeit. Und das hat in mir den Gedanken angeregt, dass man, glaube ich, mal anders über diese Thematik reden und nachdenken sollte. Es wird immer gesagt, es gibt ein Flüchtlingsproblem. Und nun ist es so, dass Flüchtlinge natürlich Probleme haben. Und die meisten dieser Probleme sind von der Politik gemacht, diese Probleme, die sie hier haben. Aber sie sind kein Problem. Ich habe in meiner Arbeit unglaublich tolle, offene, starke Menschen getroffen. Und der Kampf, den die führen, um das kleinste bisschen an Würde oder Recht, was man ihnen permanent vorenthält. Permanent wird ihre Würde angetastet, als wäre sie ein Wegwerfprodukt auf dem Grabbeltisch. Und trotzdem erhalten sie sich diese Würde in ihrem Kampf. Das hat mir einen großen Respekt eingeflößt. Und ich habe dann gedacht, wenn das im Theater so wunderbar funktioniert, die Arbeit war wirklich durchgehend eine tolle Erfahrung, warum kann man denn nicht auf breiterer Ebene gesellschaftlich auch so über diese Menschen nachdenken? Warum kann man sie nicht als Chance begreifen und nicht als Problem? Oder nicht nur als Chance, sondern als ein Geschenk. Lasst uns Einwanderung als Geschenk begreifen. Was macht die europäische Politik? Denen fällt nichts anderes ein, als weiter Abschottungspolitik zu betreiben. Die Grenzen werden hochgezogen und das hält man dann so lange durch, bis es zu viele Bilder von zu vielen Toten gibt. Zynischerweise hat man sogar Interesse an diesen Bildern. Die sollen ja nach außen in die Herkunftsländer senden und zeigen, dass man hier gar nicht erst herkommen soll. Dummerweise werden die natürlich auch hier gesehen und dann sind unsere zarten Seelen davon überfordert. Dann vergießt man ein paar Krokodilstränen und sagt, man macht jetzt alles anders. Die Politik wird jetzt anders, dann gibt es einen Flüchtlingsgipfel und auf welches Ergebnis kommt man? Dass man die Schlepperbanden bekämpft. Das ist natürlich ganz besonders absurd, weil diese Schlepperbanden sind in einem abgeschotteten Europa die einzige Möglichkeit für diese Menschen überhaupt aus ihren prekären Situationen hier einzureisen und zu entkommen. Und natürlich sind diese Schlepper keine Chorknaben, das ist ja klar, aber sie sind ein Produkt der europäischen Abschottungspolitik. Und so doktert man am Symptom rum, anstatt die Ursachen zu bekämpfen. Und das wiederum ist symptomatisch für die europäische Politik, weil, wenn sie an die Ursachen gehen würden, dann müssten sie sich nämlich selber abschaffen. Und so ist das nämlich. Wenn zum Beispiel ein Politiker wie Frank-Walter Steinmeier sagt, man müsse die Ursachen in den Herkunftsländern bekämpfen, dann kann man ihn nur ermuntern, das auch ernst zu nehmen. Dann soll er mal große Firmen in die Pflicht nehmen. Esso, Shell, Nestle, die Liste ist ja sehr lang. Die Afrika, die Bodenschätze, die Arbeit ausbeuten. Oder dann soll man mal mit Hilfe von verschiedenen Steuerungs- und Steuerinstrumenten, die gäbe es ja, dann soll man doch mal die Spekulation mit Nahrungsmitteln an den Börsen eindämmen. Ja, gerne. Dann soll man mal Weltbank und IWF in die Schranken weisen. Oder sogar wirklich gegen Schlepperbanden vorgehen, aber nicht gegen die Leute, die den Menschen helfen, aus ihren prekären Situationen zu entfliehen, sondern gegen industrielle Fischkutter, die mit großen Schleppnetzen die Meere vor den Küsten Somalias leerfischen. Das sind die eigentlichen Schlepperbanden. Aber da geht die Politik nicht ran, keine Sorge, das wird nicht passieren. Es tut mir fast leid, dass ich das hier so platt formulieren muss, aber diese Politik ist keine Politik der Menschen, sondern eine des Geldes. Und da liegt das Problem. Es ist klar, dass eine Politik dieses Thema nicht in den Griff kriegt, die sich an den Interessen der Banken orientiert, der großen Konzerne und der Finanzindustrie. Und das wird dafür sorgen, das sorgt bereits jetzt dafür, dass Europa auseinanderbricht. Und daran, liebe Mitdemonstrantinnen und Mitdemonstranten, daran sind dann wirklich nicht irgendwelche Flüchtlinge schuld.
Und deshalb bin ich sehr froh über diese Demonstration hier. Auch darüber, dass hier verschiedene Dinge mal zusammengedacht werden, die man normalerweise immer getrennt voneinander sieht. Wir wollen nämlich nicht, dass Europa zerbricht. Wir wollen ein anderes Europa. Denn natürlich wird sehr viel weniger Geld für die Rettung von Flüchtlingen ausgegeben, als etwa für die Rettung von Banken. Natürlich ist die Politik auch im Falle Griechenlands keine Politik der Menschen, weder der griechischen noch der deutschen, sondern eine, die in erster Linie die riskanten Kredite von französischen und deutschen Bankinstituten absichert und deshalb einen Schuldenschnitt verhindert. Und das alles mit den schrecklichen Folgen, auf die wahrscheinlich auch in anderen Beiträgen hier noch heute eingegangen wird. Natürlich macht man, anstatt sich um eine menschenwürdige Einwanderungspolitik zu bemühen, lieber Steuergeschenke in Milliardenhöhe in Richtung der multinationalen Konzerne. Über die längst fällige Steuerreform in Europa, in Deutschland, aber vor allen Dingen in Europa, wird überhaupt nicht mehr nachgedacht. Das war kurz mal Thema im europäischen Wahlkampf. Da hat Martin Schulz mal gesagt, die Firmen sollen doch an den Orten Steuern zahlen, wo sie die Umsätze machen und nicht da, wo sie ihre Briefkästen haben. Das ist alles schon wieder längst vom Tisch. Wir brauchen Sozialabgaben auf Kapitalerträge, Erbschafts- und Vermögensteuer muss erhöht werden, Finanztransaktionssteuer. Es gibt ja diese ganzen Instrumente. Das sind politische Instrumente, ja, um die ungebremste Vormacht der Finanzindustrie, der großen Konzerne einzudämmen. Aber nichts davon passiert. Im Gegenteil, stattdessen stehen jetzt mit CETA und TTIP Angriffe auf grundlegende demokratische Prinzipien bevor, die letztlich einem Putsch gegen die Demokratie gleichkommen. Und das ist kein Putsch des Militärs, sondern der privaten Wirtschaft. Und natürlich wissen alle, das weiß auch Sigmar Gabriel, dass man sowas auf demokratischem Weg nie im Leben durchbringt. Ja? Und deswegen gestaltet man diese Verhandlungen so intransparent wie möglich. Man denkt, dass man damit durchkommt. Man hofft, dass alle zu lethargisch sind, um das irgendwie mitzukriegen. Man hält uns, liebe Mitdemonstrantinnen und Mitdemonstranten, für komplett bescheuert. Und deshalb ist es wichtig, jetzt aufzustehen und den Politikern zu sagen, dass wir nicht so dumm sind, wie wir vielleicht aussehen oder wie sie glauben, dass wir aussehen. Ganz kurz noch eine Sache. Ich weiß nicht, ob hier Jusos gerade anwesend sind. Die sind auch Mitinitiatoren. Liebe Jusos, übt bitte Druck aus auf euren Parteivorsitzenden. Sonst müsst ihr das irgendwie wieder aushalten, dass der langen Geschichte des historischen Versagens eurer Partei, der SPD, hier und heute ein weiteres unseliges Kapitel hinzugefügt wird. Wir wollen ein Europa der Menschen, nicht eins des Geldes. Wir wollen eine europäische Politik, die mehr ist als Gemauschel mit Lobbyisten. Wir sind gegen die Umverteilung von unten nach oben. Wir wollen ein solidarisches Europa, ein Europa des Miteinander, nicht des Gegeneinander. Wir wollen ein Europa, das Refugees willkommen heißt, das ihre Einwanderung als das Geschenk begreift, das es sein kann. Wir wollen ein Europa, das die Bedingungen dafür schafft, dass dieses Geschenk, das Geschenk der Einwanderung, sich entfalten kann. Vielen Dank. Danke, Nikolas. Seine Theaterstücke sind genauso gut wie seine Reden, sage ich. Merkt euch Nikolas Stehmann.